Hi Leute, willkommen zurück bei Baphomets Fluch 3. Wir waren hier stehen geblieben, dass wir in der Wohnung sind. Und es gibt hier aber nichts Neues, wie mir scheint, nachdem Vernon abtransportiert wurde. Außer, dass wir ja mitgekriegt haben, dass Elissa hier ist. Und Elissa ist in diesem Raum. Also gehen wir erstmal hier. Ach, das war nur das Badezimmer. Und das Klo soll ja richtig eklig gewesen sein, stimmt. Okay, dann gehen wir doch. Ach, warum komme ich immer auf Elissa? Stimmt, weil die so ein bisschen. Ich habe irgendwie mal das Bild von links bekommen, von Life is Strange, von der Elissa. Beatrice heißt die ja. So, die kriegt jetzt bestimmt einen Mordsschreck, dass wir da sind. Entschuldigung, Beatrice? Warum sind Sie hier? Hat die Polizei Sie nicht verhaftet? Ich wurde freigelassen. Ich habe Vernon nicht getötet, aber ich habe seine Mörderin gesehen. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen helfen. Gehen Sie weg! Okay, vielleicht... Hoppala. Oder hat sie die Taschentücher mitgenommen? Nö. Vielleicht... Geht's jetzt, dass wir die Taschentücher mitnehmen? Ja, lauf mal noch gegen. Jung. Lauf da auch mal noch gegen. Ein Mädchen sollte immer Taschentücher dabei haben. Ja, jetzt auf einmal. Weißt du, davor im letzten Part wolltest du nicht mitnehmen. Und jetzt nur, weil da ein anderes Mädchen rumheult, glaubst du mal, jedes Mädchen muss immer Taschentücher dabei haben, oder was? Hallo. So, Papiertuch. Hier. Ich verstehe, wenn Sie nicht reden wollen. Danke. Oh, wie man so drauf wartet, ist herrlich. Darf ich Sie über Vernon befragen? Er wollte Sie unbedingt kennenlernen. Worüber wollte er mit mir sprechen? Wissen Sie es? Nicht so genau. Er benahm sich so merkwürdig. Reden Sie weiter. Er sagte, sein Leben sei in Gefahr. Er ließ mich nicht in die Wovnung kommen. Wir mussten uns im Park treffen. Wovor hatte er solche Angst? Vor diesen Leuten. Was für Leuten? Das weiß ich nicht. Vernon sollte für sie ein altes Manuskript entschlüsseln. Ich weiß nicht, was daran so geheimnisvoll war. Jeder kann das Manuskript im Internet sehen. Und hat er es entschlüsselt? Natürlich. Vernon ist der Beste. Er war der Beste. Was ist dann passiert? Sie haben ihm verboten, darüber zu reden. Und ihm gedroht. Das war vor 6 Monaten. Also hat er sein Leben riskiert, um mit mir zu sprechen. Aber warum gerade jetzt? Er sagte, es würde sich alles erfüllen. Erfüllen? Was? Das wollte er mir nicht sagen. Was im Manuskript stand, nehme ich an. Wissen Sie irgendetwas über Vernons Safe? Nur, dass er irgendwo einen hat. Die Kombination kennen Sie nicht? Nein. Aber sie ist bestimmt leicht zu merken. Vernon hatte ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Wirklich? Ich habe ihn ausgelacht, weil er mich dauernd nach meinem Geburtsdatum fragte. Sprechen Sie weiter. Schatz, wann hast du nochmal Geburtstag, hat er immer gefragt. Am 23. Oktober, wie jedes Jahr, habe ich geantwortet. Gut, Beatrice. Ich lasse Sie jetzt allein. Nein, warten Sie. Was ist mit dieser Frau? Was ist, wenn sie zurückkommt? Keine Angst. Das wird sie nicht. Was machen Sie jetzt? Ich werde sie finden und herausbekommen, was dahinter steckt. Okay, ich würde sagen, wir haben die Safe-Kombination. Auf Wiedersehen. So. Falls Ihnen noch etwas einfällt oder wenn Sie nur reden möchten, ich wohne Rue Jarry 361. Danke, das ist nett von Ihnen. Ja, so ist die gute Nico, die ist immer sehr nett. Ich mag diese Person auch. So, Mensch, also Kamerasteuerung ist wirklich ein bisschen misslungen. Aber trotzdem, ansonsten finde ich es ganz cool. So, Beatrice. Als ich die Information von Beatrice zusammenfügte, begriff ich, dass die Kombination ihr Geburtsdatum sein musste. Na bitte. So, was haben wir? Es waren nur 2 Dinge darin. Ein handgezeichnetes Diagramm und eine DVD. Okay, die DVD möchte ich mir doch gerne mal anschauen. Das war nicht das Richtige. Ach so, das geht nicht. Das ist ja ausgebaut.
Wozu braucht man Nippes, wenn man einen Fernseher hat? Das ist Diagramm, ja? Vernon hatte behauptet, das Diagramm sei wichtig. Gibt's hier denn irgendwo anderen? Ah, schön, das war, glaube ich, in diesen. Hier gab's, glaube ich, einen. Der da, oder? Könnte der? Oder könnte der nicht? Weiß ich gerade nicht. DVD. Vernon hat im Safe eine DVD hinterlassen. Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Mein Schnucki. Wir sind headless. Kopf los. Jetzt ist sie auch kopflos. Was geht hier ab? Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Ich hatte keine Fragen mehr an Sie. Natürlich. Ich wollte nur, dass die Köpfe wieder da sind. Jetzt sind sie wieder weg. Oh mein Gott. Haben Sie eine Ahnung, was das ist? Sieht wie ein Bild einer Spinne aus. Es ist mir gelungen, einzubrechen. Kein Wunder, dass sie die Polizei für eine Verbrecherin hielt. Und kein Durchzug. Wussten Sie, dass Vernon fast pleite war? Vernon war immer fast pleite. Deshalb habe ich ihn... geliebt. Was? Das ist natürlich interessant. Danke für Ihre Hilfe. Dass man genau deswegen jemanden liebt, weil er fast pleite ist. Wer immer hier Staub wischte, war offenbar nie bis zum Fernseher vorgedrungen. Okay, also müssen wir dann die DVD wohl doch bei uns anschauen. Wie mir scheint, denn hier geht's nicht. So. Ich würde jetzt gerne sowas haben wie bei Book of Unwritten Tales 2, so eine Schnellreisekarte. Das wäre schön. So, weg. Na, nicht dagegen laufen. Ich hatte die DVD. Jetzt musste ich mir ansehen, was darauf war. Ich beschloss, damit nach Hause zu gehen. Was zum... Oh, oh. Oh. Das kommt immer viel zu spät, wie ich finde. Ich hatte die DVD. Diese... Jetzt musste ich mir ansehen, was darauf war. Ich beschloss, damit nach Hause zu gehen. Was zum... Irgendwie unten. Wer guckt denn da unten in der Ecke hin? Das war knapp. Genau diesen Wagen hatte ich vorhin gesucht. Ja, schnell weg, bevor die Bullen jetzt hier kommen. Ich überlegte, ob ich woanders hingehen sollte. Ja, du gehst nach Hause. Und beschloss, in meiner Wohnung nach dem Rechten zu sehen. Also, diese klitzekleinen QTEs, die hätten besser sein müssen, finde ich. So. Vernons DVD. Meine Finger zitterten, als ich die DVD einlegte. Was war so wichtig, dass Vernon deshalb umgebracht wurde? Das werden wir jetzt hoffentlich sehen. Wenn du das hier siehst, Maus, dann... Naja, dann weißt du, was passiert ist. Die ganze Welt ist in Gefahr, Beatrice. Das Manuskript, das ich im Auftrag dieser Leute entziffert habe, enthält ein tödliches Geheimnis. Aber anfangs wusste ich das nicht. Die ganzen Erdbeben und das verrückte Wetter, von dem ich dauernd geredet habe, das wird alles im Manuskript vorausgesagt. Übrigens ist es sehr berühmt. Es wird das Voynich-Manuskript genannt. Man hat seit Jahren versucht, es zu entziffern. Und ich hab's als Erster geschafft. Ich, Vernon Blier. Ich habe noch nicht alles entschlüsselt, aber ich habe genug gesehen. Darin wird eine Kraft beschrieben, die stark genug ist, die gesamte Menschheit zu vernichten. Sie fließt unaufhörlich um die Erde, über bestimmte Bahnen, genannt Kraftlinien. Die Chinesen nennen sie Drachenlinien. Stell dir vor, eine uralte Zivilisation hat sogar gelernt, diese Energie zu nutzen und gewann dadurch große Macht. Aber dann wurden sie zu gierig und verloren die Kontrolle darüber. Die Kraft wuchs. Fast hätte sie die Welt zerstört. Beatrice, die Leute, die mich bezahlen, wollen diese Energie beherrschen. Falls es ihnen gelingt, bedeutet das wirklich das Ende der Welt. Ich habe hier ein Diagramm beigelegt.
Es ist wichtig, aber ich weiß nicht warum. Noch nicht. Ich weiß, dass zwei Dinge sehr wichtig sind. Das eine wird der Schlüssel Salomos genannt. Das andere ist ein merkwürdiger Satz. Teufel und Hexen tanzen am Sabbat mit Kühen. Je länger ich an dem Manuskript arbeite, desto verwirrter werde ich. Und desto mehr fürchte ich um mein Leben. Was auch immer geschieht, Mars, ich liebe dich. Ah, ich finde es immer wieder cool, wie Nico und Georges Fälle zusammenhängen. Ich hätte mir eine sensationelle Story gewünscht. Jetzt hatte ich sie wohl gefunden. Aber was bedeutete das alles? Ich brauchte Hilfe. Ja, das ist das Stichwort für André. Vielleicht sollte ich telefonieren. Hilfe ist immer André. Ich frage mich, ob André wohl irgendeine Idee hat. Weil mit George haben wir ja noch nichts zu tun. André Lobineau. Hallo André. Gut, dass du dich meldest. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Oh André, du bist süß. Vernon Blier. Ich habe ein großes Problem, André. Ich brauche dringend deine Hilfe. Erzähl schon. Mal sehen, was sich machen lässt. Der Tote... Der Mann, den du interviewen solltest? Genau der. Er hat eine Botschaft auf DVD hinterlassen. Wie schrecklich dramatisch. Eine Stimme aus dem Grab. Das ist kein Witz, André. Auf der DVD sagt er, dass es ihm gelungen sei, das sogenannte Wollnich-Manuskript zu entziffern. Und weißt du irgendetwas über den Schlüssel Salomos? Das muss ich selbst sehen. Wir treffen uns bei dir. Ach nö. Der kann nur seine Finger nicht von Nico lassen. Was auch immer geschieht, Mars. Ich liebe dich. Wenn auch nur ein Zehntel davon wahr ist. Davon müssen wir ausgehen, André. Fassen wir zusammen, was er uns gesagt hat. In einem Werk mit dem Titel Wollnich-Manuskript wird behauptet, eine uralte Zivilisation habe eine Kraft gekannt, die die Erde selbst durchläuft. Und heute versucht jemand, diese Kraftquelle zu nutzen und verursacht dadurch vielleicht Erdbeben. Das merkwürdige Diagramm und ein sogenannter Schlüssel Salomos haben eine bisher unbekannte Bedeutung. Ich habe keine Ahnung, was das Diagramm darstellt, aber ich weiß etwas über den Schlüssel Salomos. Was schließt er denn auf? Nichts im eigentlichen Sinne. Er ist ein legendäres Buch, das die Weisheiten Salomos enthält. Was gab's da noch? Teufel und Hexen, die am Sabbat mit Kühen tanzen. Angeblich tanzten Teufel und Hexen auf der Île Saint-Louis. Ein Teil der Insel wurde früher Île aux Vaches genannt. Die Insel der Kühe. Es gibt offenbar eine wichtige Verbindung zur Île Saint-Louis, wenn wir nur genau wüssten, worin sie besteht. Keine Ahnung, das werden wir bestimmt noch rausfinden. Was könnte das bedeuten, André? Wir müssen ganz methodisch vorgehen. Okay, was haben wir alles so mit ihm? Der Schlüssel Salomos ist ein Buch, sagst du? Ja, von einigen althebräischen Manuskripten wird sogar behauptet, sie seien das Original. Aber ernsthafte Forscher bezweifeln ihre Echtheit. Vielleicht kann uns das tatsächliche Original weiterhelfen. Ja, wo sollen wir das bitte schon herkriegen? Was hat die Île Saint-Louis für eine Bedeutung? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir eine Querverbindung zu einem anderen Indiz. Theatermaske? Glaubst du, die Insel hat irgendetwas mit Theater zu tun? Da musst du nachforschen. Ich weiß genau, wo ich zuerst anrufe. Ey, der Typ, echt. Was glaubst du, könnte das Muster bedeuten? Es sieht ein bisschen wie eine Spinne aus. André, ich meine es ernst. Ob es vielleicht etwas mit den Kraftlinien zu tun hat, von denen er sprach? Vielleicht überschneiden sich die Kraftlinien hier. Genial, das ist es. Aber hilft uns das weiter? Nein. Denn wir haben mit André geredet und der bringt's nie. Vielleicht sollte ich telefonieren. Okay, mit der Zeitung? Ich sollte mich bei meiner Zeitung melden. Dann tu dies. La Liberté, guten Tag. Ich brauche deine Hilfe. Dafür bin ich da. Vielleicht weißt du das. Du bist doch nebenberuflich Schauspielerin. Hat die Île Saint-Louis irgendetwas mit Theater zu tun? Es gibt ein altes Theater auf der Insel. Ich kannte Leute, die es vor ein paar Jahren wiedereröffnen wollten. Aber es steht seit 5 Jahren auf der Abrissliste. Hat es einen Namen? L'Héroglyphe. Danke. Du hast was gut bei mir. Wie, L'Héroglyphe? So, mit André nochmal schön. Was könnte das bedeuten, André? Wir müssen ganz methodisch vorgehen. So, Theater. André, weißt du etwas über ein Theater namens L'Héroglyphe? Auf der Île Saint-Louis? Ja. Nein. Dann werde ich mich dort mal umsehen.
Hat er eben nicht noch gesagt, er weiß nicht, ob es da irgendwie Theater oder sowas gibt und jetzt sagt er das selber? Was ist das für, es ist so ein Typ. Könnte noch nie leiden. Ich überlegte, ob ich meine Wohnung verlassen sollte. Ja, solltest du. André, ich mache mich auf die Suche nach weiteren Hinweisen. Es ist schon etwas spät, um in einem alten Theater herumzustöbern. Mir passiert schon nichts. Ja. Typisch. Unser Chef. Wetten? Oder die Bullen? Chef oder Bullen? Oder der Vertreter? Hallo? Kennen Sie mich noch? Ich bin's, Ihr Chef. Ah. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt? Im Knast. Warum haben Sie meine Kaution nicht bezahlt? Bin ich Krösus? Ich habe eine neue Aufgabe für Sie. Ich arbeite noch an der Story vom toten Hacker. Ach, das ist ein alter Hut. Ich möchte, dass Sie... Ich will der Sache auf den Grund gehen. Vergessen Sie die Sache! Nein! Jemand will mir da was anhängen. Sie haben keine Wahl, Nico. Nicht in Ihrer Position. Wenn das so ist, kündige ich. Weißt du was? Jetzt geht's mir viel besser. Fragt sich nur, wie du jetzt deine Miete bezahlen und essen willst. Es wird sich schon was ergeben. Du hörst dich an wie dein Freund George. Oh, wie der geht, oh mein Gott. Wie André geht, oh Scheiße. Das Theater sah aus, als sei es seit Jahren verlassen. Ich fragte mich, ob das der richtige Ort war. Um es herauszufinden, musste ich hinein. Ich fand's gerade sehr clever. Es sieht so aus, als wäre der Ort schon seit längerem verlassen. Ja, unsere Kollegin oder Ex-Kollegin hat ja wohl gesagt, das steht seit 5 Jahren leer oder auf der Abrissliste. Ich spähte durchs Fenster, aber drinnen war es zu dunkel. Die Tür war in einem üblen Zustand, aber das Schloss war ganz neu. Offenbar benutzte jemand das Gebäude noch. Ich würde sagen, das ist natürlich schon sehr merkwürdig. Die Tür war abgeschlossen. Ich konnte sie nicht aufbrechen. Okay, was haben wir dann hier so? Das Objekt hier scheint noch ein bisschen seltsam zu sein, oder auch nicht? So, ich glaube nicht, dass wir hier wieder mit irgendwelchen Türen interagieren können. Läuft hier niemand auf der Straße rum? Hier geht es bestimmt wieder weg, oder? Die Spur hatte hierher geführt. Genau. Ich würde nicht einfach aufgeben. Genau, hier geht's wieder weg. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Türen zu sind. Also probiere ich es erstmal gar nicht. Außer, wir müssen es probieren. Wenn es hier nämlich nichts anderes gibt. Okay, hier können wir... Ah. Hier sieht es ja schon relativ interessant aus. So, kann man... Die Leiter sah aus, als könnte man über sie das Dach erreichen. Aber sie war unerreichbar weit nach oben gezogen. So. Gibt's hier bei diesem Gerüst noch eine Leiter, wo man hoch könnte? Sieht auch nicht so aus. Aber hier sieht es zwar trotzdem schon nach einer Möglichkeit aus, da irgendwie hochzukommen. Das ist der rote Flitzer. Das ist doch der rote Flitzer, oder? Egal, wenn es der rote Flitzer ist, dann werden wir das im nächsten Part rausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß. Wenn ja, gebt mir wieder mal einen Daumen nach oben und schaltet wieder mal beim nächsten Part rein. Bis dahin, macht's gut.